Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und eigentlich wollte ich dieses Bauwerk nur von oben aufnehmen. Ich hatte aber das Glück, dass zwei Bauarbeiter da waren und die haben mich in das Bauwerk für einige Minuten reingelassen, sodass ich es dokumentieren konnte. Ich wünsche euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. Zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute sind wir in einem unfassbaren Bauwerk aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wie ihr seht, es ist ein Luftschutzkeller. Und man ist gerade dabei, den zu renovieren. Das waren Sitzgelegenheiten. Notausstieg. Schaut euch das mal an. Auch hier Bänke. Und hier Raum 5. Ausgang. Und überall Sitzgelegenheiten. Genau, hier waren wir schon. Hier wäre der Ausgang. Und wir gehen jetzt einmal hier die Treppe hoch. Und schaut mal. Hier ist direkt das Highlight. Schaut euch mal diese Ornamente an. Das Leben ist Kampf in der ganzen Schöpfung. Ohne Kampf kein Leben. Schaut euch das mal an. Unvorstellbar. Hier geht's weiter, Raum 4. Und hier haben wir ein Hakenkreuz. Unvorstellbar. Schaut euch das an, Leute. Ich musste mal meinen Handschuh gerade ausziehen. Die germanisierte Rasse ist jung, kräftig, voller Jugend und Unternehmungsgeist. Den nördlichen Völkern gehört die Zukunft. Schaut euch das an, Leute. Das ist wirklich einzigartig. Raum 4. Ich dokumentiere wirklich alles für euch. Hier der Blick zurück. Und wie gesagt, das ist ein alter Luftschutzkeller oder ein Luftschutzbauwerk. Und überall finden wir hier diese Schriften. Wir sind nicht auf dieser Welt, um glücklich zu sein und zu genießen, sondern um unsere Schuldigkeit zu tun. Und hier überall der Eichenlaub. Ausgang. Boah, das ist krass, Leute. Wir in der Mitte von Mitte Europas gegen müssen mehr Wild. Das ist schwierig zu lesen, Leute. Das kann ich leider nicht lesen, aber schaut mal, der ehemalige Reichsadler hier. Boah, das ist wirklich bemerkenswert, Leute. Hier ist sogar noch Licht. Auch hier wieder zum Hofe gehören wir alle. Ich bin auch ein Wolf. Das ist wirklich krass. Und hier geht's runter. Und hier laufen. Oh, hier ist ein Schwert.
Schaut euch das mal an. Nicht durch Reden und Majestätsbisch werden wir große Fragen entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Schaut euch das an, auch hier. Bauwerk ist absolut immer gleich aufgebaut. Und hier ist der letzte. Der Mensch kann den Strom, der für sich schaffen und nicht... Ja, das kann ich leider auch nicht lesen. Schaut euch das an, Leute. Es ist einfach unvorstellbar, hier zu sein. Ansaugleitung. Ansaugleitung. Und was haben wir hier? Boah. Der Reichsadler. Und hier ist ein ehemaliges Hakenkreuz. Das hat man weggemacht. Und ganz viel Geschmierer. Schaut euch das an. Das habe ich noch nie gesehen. Und hier das deutliche Wolf mitführige... Nee, unmöglich zu lesen. Vielleicht könnt ihr es lesen. Eichenlaub. Das ist unvorstellbar, Leute. Es ist einfach unvorstellbar. Und die Akustik hier. Ich mach mal das Licht ein bisschen dunkler. Und hier nochmal. Und wir gehen jetzt mal runter. Hier steht Ausgang. Oh, da kommen wir hier gerade her. Hier kommen wir gerade her. Raum 8. Hier haben wir nochmal das Schwert. Und wir gehen jetzt hier mal runter zusammen. Aus. Das ist eine ehemalige Eingangstür, die ist versperrt. Hier haben wir die Belüftung, die ist aktiv. Rauchen verboten. Raum 8. Schaut euch das mal an. Hier waren die Toiletten damals. Hier sehen wir sogar noch, schaut euch mal hier an, Hakenkreuze. Da. Hier auch noch mal um. Nicht, dass wir hier irgendwas verpasst haben. Das werden wahrscheinlich Toiletten gewesen sein. Hier noch mal der Blick. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Aborte, hier waren die Toiletten. Raum 1. Hier haben wir kein Hakenkreuz. Hier stinkt es auch wirklich nach Kloake. Ich hoffe, das wird mal der Allgemeinheit eröffnet. Fertig ist es auf jeden Fall, die Belüftung passt. Hier haben wir, glaube ich, wieder... Hier ist noch ein altes Relikt.
Raum 2, Ausgang. Und hier haben wir wieder den großen Reichsaller, den wir gerade gesehen haben. Und wir gehen auch hier natürlich nochmal runter. Hier hat man Bottich hingestellt für das Wasser. Das ist schon richtig verkrustet. Raum 2. Das sieht hier alles ein bisschen anders aus. Wow, schaut euch das mal an. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hier damals hoch und runter gegangen sind und Schutz gesucht haben. So, noch einmal der Blick. Weil sowas sieht man nicht alle Tage. Auch hier nochmal. Raum 3. Hier diese Verstrebung war wahrscheinlich, damit das Gebäude steifer war. Das waren richtige Räume, also kein Eingang. Raum 3. Oh, schaut mal. Hier ist was gemauert. Aber ich kann die Funktion nicht deuten. Wow. Also ich bin mega, mega begeistert, mega beeindruckt. Raum 4. Hier nochmal das Sonnenkreuz. Hier ist noch ein alter Wasseranschluss, könnte aber auch modernerer. Und hier dieser Überlauf ohne Kalkablagerungen. Ansaugleitung, alles original hier. Ausgang mit dem Pfeil, aber ich will das hier genießen. Wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit, hier mal reinzukommen. Oh, hier geht es ja noch weiter, oder ist es der Bereich, wo wir hergekommen sind, genau. Aber hier geht's mal noch hoch. Nee. Also hier sind wir gerade reingekommen. Bedeutet, wir haben jetzt alles gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe auf jeden Fall mit euch nochmal zu dem Hauptraum. Das möchte ich euch nochmal zeigen. Boah. Das ist schon wirklich besonders, Leute. Wie gesagt, wir sind nur geschichtsinteressiert. Die Ideologie und alles, was damit zu tun hat, lehnen wir ab. Dieses Gebäude ist der Hammer. Inklusive der Wandbeschriftungen, das gibt es nicht noch ein zweites Mal. Alles klar, Leute. In diesem Sinne, wir gehen jetzt raus. Ich mache noch ein bisschen TikTok. Und dann wünsche ich euch entweder noch viel Spaß in dem weiteren Video. Verlauf oder aber wir lassen das Video mal für sich stehen. Ja genau, ich glaube, lasst das Video mal für sich stehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt. Teilt das Video gerne mit Freunden und Familie. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.